Moin Moin meine Freunde, das große Clash Quest Update steht ja vor der Tür. Nicht mehr ganz eine Woche, dann ist es soweit. Und wie ihr wisst, gibt es zum Start erstmal 13 neue Inseln, die insgesamt in drei Regionen unterteilt sind. Und ich werde drei Videos machen diese Woche, wo ich euch jede der drei Regionen einmal zeige. Und wir fangen heute an mit der ersten Region. Ich werde euch die neuen Level zeigen, also es gibt ja neue Spielmodis. Da werde ich euch die Bosse zeigen, wann ihr was freischaltet und eigentlich alles Wissenswerte über diese Region. So sieht sie aus, meine Freunde. Bevor wir aber reingehen, muss ich euch noch auf ein kleines Giveaway hinweisen, was wir gerade auf unserem Discord-Server starten. Bei diesem Giveaway könnt ihr so einen wunderschönen Baby-Dragon gewinnen. Direkt von Supercell schicken die euch zu. Das Ganze geht eine Woche lang. Ihr müsst eigentlich nur dem Discord-Server beitreten und dann einen Knopf drücken, dann seid ihr schon am Start. Den Link dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Geht eine Woche lang bis zum 20., sprich bis zum Update-Termin. Macht gerne mit, freue mich drauf, wenn das jemand von euch bekommt. Wir gehen jetzt rein ins Video. Viel Spaß! Die erste Region sieht so aus. Wir starten natürlich bei 0, 0 Gold, 150 Gems. Ihr werdet natürlich mit 75.000 Gems starten, wenn ihr vor dem Update alle Inseln fertig hattet. Habe ich ja schon mal gesagt, für jeden Star gibt es 100 Gems. Da wird dann auch noch ein Video zu folgen. Ich habe ja diese kleine Umfrage auf YouTube gemacht. Und ihr wolltet alle das Video haben, wie hoch komme ich mit 75.000 Gems. Kann ich leider noch nicht aufnehmen, weil ich die endgültigen Werte noch nicht habe. Die stehen noch nicht ganz fest. Aber das Video wird dann am Samstag wahrscheinlich folgen. Vielleicht sogar schon Freitag. Muss ich mal gucken, wie ich es hinbekomme. Ab Freitag habe ich auf jeden Fall die endgültigen Werte. Und dann nehme ich das Video auch direkt für euch auf. Und wir gehen jetzt rein in das allererste Level, welches natürlich ein Tutorial-Level ist. Das sieht aus wie immer. Wir machen das mal eben zusammen. Das ist ja easy. Ich meine, ist auch nur ein Tutorial-Level. Freunde, wir haben noch keine Items, wir haben noch gar nichts. Das kannst du ratzfatz machen. Und ich denke mal, die Level können wir uns auch relativ sparen, dass ich euch die zeige. Ich muss die trotzdem fürs Video spielen. Ich kann nicht einzelne Levels skippen, das funktioniert leider nicht. Aber, wie ihr seht, ja, total simpel, Digga. Ich muss mich nicht konzentrieren. Aber da sehen wir schon mal diese wunderschönen Dart-Goblin-Türme, die ich schon übel feiere. Die sind halt ersatzweise für die Bogenschützentürme gekommen. So, und wie immer haben wir natürlich auch am Rand so eine kleine Story, so ein geführter Weg. Aber den ersparen wir uns hier mal. Nachdem wir die ersten beiden Main-Quests durchgespielt haben, ist die dritte Main-Quest schon eine, wo man eine Kiste als Belohnung bekommt. Das wird dann vermutlich ein Item sein. Wir beenden das Ganze hier mit einer fetten Magierbombe. Das gibt mir so ein bisschen Oldschool-Feeling, Digga. Ich habe mir letztens noch mein erstes Video angeguckt. Alter, wie heftig das damals mit den Magiern war. Wie wir die gefeiert haben. Und jetzt finde ich die Animation geil. Achtet mal auf den letzten Schuss, wie das letzte Gebäude geklärt wird. Passt auf. Ah, richtig schön in Slow-Mo. Und hier haben wir die Kiste und damit bekommen wir auch auf 1.3 schon das erste Item, beziehungsweise, nee, die erste Rune ist es. Und das ist die Archer-Rune. Das heißt, wir schalten die Runen einfach vor den Items frei, beziehungsweise eine Rune. Da habe ich ja schon ein Video darüber gemacht, was die Runen können. Und hier haben wir den Magic Arrow. Auf Stufe 1 macht er 150 Damage zusätzlich. 4%ige Chance ist schon mehr als nichts. Und ich finde diese 4%ige Chance, das hört sich wenig an, ist aber gar nicht so wenig. Also die aktiviert sich relativ häufig. Bei 1.6 haben wir dann den ersten Boss. Ist der Goblin King. Da man ja mit Truppen Level 1 angreift, ist er einigermaßen schwierig, was ich aber ganz geil finde. Ich meine, ihr kriegt ihn hin, Digga. Wir haben mittlerweile die Archer-Rune und die Barbaren-Rune freigeschaltet. Und da gibt es dann auch wieder eine schöne Kiste. Wenn man eine gute Kombi hat, dann sollte es nicht sonderlich schwierig sein, zu besiegen. Ich meine, hier haben wir jetzt eine schöne Barbaren-Kombi. Man kann natürlich auch Pech haben, aber der haut schon gut Damage, muss man sagen. Aber für uns alte Clash Quest Profis, Freunde, ist der natürlich gar kein Problem. Ihr seht es, wir haben ihn fast. Let's go. Komm, jetzt eine Archer-Rune. Ah, oder auch nicht, aber trotzdem geschafft. Er geht natürlich jetzt zurück. Weil ja der zweite Goblin King auch noch kommt. Das ist wie gehabt. Früher gab es ja auch zwei Goblin Kings. Oh, wir kriegen Archer-Fragmente und können den Archer dadurch auf Level 2 machen. Auch gut. Ich hätte gedacht, dass man ein Item bekommt. Damit können wir theoretisch den Archer schon hoch machen. Allerdings fehlt uns natürlich auch noch Gold. Ne? 75 Gold haben wir gerade mal. Wir brauchen 300. Und da kommen jetzt theoretisch die Side-Quests ins Spiel. Wir brauchen Gold, also können wir eine Gold-Side-Quest machen. Es gibt halt einmal den Gold-Card-Hunting-Modus und den Kanonen-Hunting-Modus. Da kriegen wir halt wieder Elixier für die einzelnen Einheiten. Ne? Oder wir haben Bock, dass wir die Barbaren-Rune etwas höher machen können. Dann machen wir einfach Goblin-Hütte-Hunt. Und die machen wir jetzt einfach mal, um die Barbaren-Rune nochmal zu bekommen.
So, oben rechts, normalerweise sieht das später im Game anders aus. Es flackert gerade noch ein bisschen. Das ist noch ein bisschen buggy. Das sollte eigentlich nicht so sein. Eigentlich sollte immer, wenn du eine Goblin-Hütte zerstört hast, ein Punkt weggehen. Ich glaube, das ist schon fast nicht möglich. Aber da wir eh nur zwei Stages machen müssen, machen wir eine Magier-Bombe. Und können jetzt auf ganz entspannt die Prinzen spielen und mit Archer beenden. Oh, doch noch nicht ganz beenden. Fast beenden. Und hier gibt es halt Fragmente für die Barbaren-Rune. Können wir die jetzt höher machen? Ich glaube auch noch nicht, weil wir dafür erstmal den Barbaren auf Level 3 kriegen müssen. Also ihr seht, alles geht Hand in Hand miteinander über. Ihr müsst alles gleichmäßig leveln. Und wir gehen jetzt direkt rein in die nächste Main Quest 2.1. Da haben wir Magier und Prinzen. Also ihr seht, das ist auch... Oh. Es ist halt abwechslungsreicher als vorher. Es ist nicht, dass man immer alle Truppen hat. Jetzt seht ihr, wir haben es schon verkackt. Wir hätten es noch nicht besser machen können. Ärgerlich, aber passiert. Try again. Finde ich eigentlich ganz cool, dass das so aufgebaut ist. Ist ja ein bisschen RNG-mäßig. Jetzt schaffen wir es halt mit zwei Spielzügen. Digga. Es ist halt immer noch Clash Quest, Freunde. Solange man noch keine Bücher hat, ne, muss man sich auch aufs RNG verlassen können. Und hier haben wir jetzt auch schon die Liga freigeschaltet. Ab 2.1. Jetzt können wir unseren Namen eingeben. Abonniert Psycho. Oh, klappt nicht. Abonniert Psy. Hinweis an der Stelle, lasst gerne ein Abo da, Freunde. Wenn euch mein Content gefällt und ihr mehr sehen wollt. So. Es ist sowieso egal, wie ich mich nenne. Ist ja nicht mein letztendlicher Account, ne? So, hier kriegen wir bei 2.2 schon wieder eine Kiste, Freunde. Rein da. Spielen einen Barbaren, dann die Archer. Archer auf einer Lane spielen, wo nichts ist, ist immer gefährlich. Wir wollen ja nicht, dass die Rune umsonst losgeht. Barbaren. Gibt der Barbar One-Hit? Nee, dann müssen wir doch einen Archer spielen. So, zwei Archer. Wenn die Rune jetzt losgeht, wäre doof. Und zu guter Letzt können wir dann mit den Prinzen fast beenden. Was haben wir hier drinne, meine Freunde? Das Archer-Item. Wir schalten den Quickbow frei. Sehr, sehr schön. Let's go. Damit haben wir jetzt auch schon ein Archer-Item. Und damit ist unser Archer auch eigentlich schon ganz insane gut. Ne? Also ich meine, er ist zwar noch Level 1, aber trotzdem strong. Und interessant ist, wenn wir alle Sidequests fertig haben, schalten wir einen Daily Dungeon frei. Und das machen wir jetzt mal nebenbei. Nachdem wir die Sidequests freigeschaltet haben, haben wir ihn hier, den Daily Dungeon. Übrigens sind wir jetzt schon auf 200 Gold. Also die Sidequests bringen es auf jeden Fall. Ich empfehle euch auch bei jeder Insel, erstmal schön die Sidequests zu machen, bevor ihr weitergeht. Und ich habe tatsächlich noch gar keinen Daily Dungeon gespielt. Und ich bin gespannt, wie der so aussieht. Wir spielen mit Archern, Barbaren, Prinzen und Magiern, unsere Standardtruppen. Den Dungeon können wir anscheinend auch 10-mal versuchen. Der besteht aus 5 Abteilen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Wir gehen mal mit Prinzen rein und machen dann eine Barbaren-Kombi, eine große. Oh, schön, die Rune knallt. Damit müssen wir die Stage auch fast clearen. Nochmal Prinzen. Jetzt können wir mal unser... Oha, sieht die Goldkarre cool aus. Bruder. Und hat die viel Leben. Die hab ich ja noch nie gesehen so. Müssen wir Magier spielen? Mal gucken, wie weit wir kommen in dem Dungeon, bevor wir nochmal neu starten müssen. Ist jetzt ärgerlich. Oh, perfekt. Geht die Kanäle kaputt? Ja. Wir kriegen einen Refill. Dann nehmen wir die Magier. Gehen rein mit dem Prinzen. Einmal Magier. Ah, ich glaube, die Reise im Dungeon endet hier schon fast. 2 Stages ist okay. Machen wir nochmal. Ja, Bruder. Super nervig. Barbaren-Kombi. Weg mit den Goblin-Hütten. Eine Goblin-Hütte kriegen wir weg. Ich finde die Goldkarren interessant. Escape Goldkarren. Drauf auf die Goblin-Hütte. Weg damit. So, erstmal einprinzen. Und dann rein mit den Magiern. Ah, noch ein Prinzen. Kriegen wir 2 Barbaren, das ist auch gut. Letztendlich geht der eine Prinz leider ins Leere. Aber wieder 2. Und wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe, kämpfen wir gleich gegen die Bone Bros. Interessant. Das heißt, das sind die... Ah, die Bone Bros sind Gegner von den Dungeons. Also Endbosse quasi. Wie geil ist das denn? Dungeon Dogs. Bruder, das ist mir auch neu. Ich habe in meinem letzten Video, wie gesagt, das noch nicht ausprobiert. Die sind natürlich relativ easy noch. Ist halt der erste Dungeon, den wir überhaupt machen können. Sie funktionieren auf jeden Fall wie die Bone Bros auch.
Oh, wir brauchen Barbaren. Ärgerlich, einer stirbt, aber dafür kriegen wir noch einen dazu. Ja, schön. Oh, Freunde. Wir haben es geschafft. Einfach die Dungeon Dogs besiegt. So, und für den Dungeon gab es jetzt ordentlich Fragmente. Leider können wir es immer noch nicht hochmachen. Aber wir sind fast bei 300 Gold. Lasst uns einfach mal weitermachen und gucken, was wir dort noch so bekommen. Wir haben soeben das Swap-Buch freigeschaltet. Und das nach dem Level 2.3. Ohne, dass es irgendwie angezeigt wurde, hatten wir es dann auf einmal. Anscheinend ist das dann wohl Standard, dass du zwischendurch Sachen freischaltest. Finde ich ein bisschen schade. Entweder ich habe gepennt und es wurde irgendwo angezeigt. Oder es wurde halt wirklich nirgends angezeigt. Ich glaube nämlich tatsächlich nicht. Und hier bei 2.4 bekommen wir auch schon das nächste Crate. Und wir spielen die erste Runde mit Swap-Buch. Ich würde sagen, dann swappen wir uns direkt mal eine Magierbombe zusammen. Ich will eine Barbaren-Kombi haben. Rein da. War vielleicht ein bisschen groß, die Barbaren-Kombi. Aber wir können schön eine große Archer-Kombi swappen. Und damit ist die Stage durch. Was kriegen wir auf 2.4? Die Magier-Rune. Ihr merkt schon, man macht ganz gut Progress. Finde ich eigentlich ganz geil. Magier-Rune haben wir jetzt auch. Wir haben schon 225 Gold. Ist geil. Und hier bei 2.5 haben wir auch die erste nicht ganz normale Quest, sag ich mal, die nicht ganz normale Main-Quest. Hier geht es nur darum, die Gold-Storage zu zerstören. Da haben wir hier so einen coolen Trader, der uns auch anzeigt, wie viele Gold-Storages noch da sind. Hier funktioniert's. Ich meine, letztendlich musst du fast alles zerstören. Theoretisch bleibt nur die Goblin-Hütte übrig. Außer du schaffst es, mit einem Prinzen auf das Goldlager dazu gehen. Aber letztendlich musst du das meiste sowieso zerstören. Aber so funktioniert der Modus. Oha. Barbaren-Kombi mit Rune. Und damit swappen wir uns eine Archer-Kombi zusammen. So. Magier. Goblin-Hütte durfte stehen bleiben. Am Ende von Insel 2, das letzte Level, erwartet uns wieder eine Kiste. Ich bin gespannt, was wir da freischalten. Aber hier ist der Modus interessant. Und zwar ist es der Modus Keep Tony the Tweeder alive until the end of the level. Hier haben wir Tony the Tweeder. Er hat 80 Leben und er darf nicht zerstört werden. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, dass wir den am besten nicht in die erste Reihe packen, damit er keine Hits kassiert. Weil sobald er gehittet wird, beziehungsweise stirbt, dann ist es vorbei. Und deswegen lassen wir ihn am besten hinter dem Prinzen. So, wir können ein bisschen in den Chair swappen. Und müssen aufpassen, dass er keinen Damage bekommt. Aber jetzt ist es egal, können wir ihn gerne in die erste Reihe packen. Er kann kein Damage mehr kriegen. Spielen können wir ihn nicht, er bleibt einfach da stehen. Er ist quasi ein Blocker. So, haben wir auch alles aufgespielt. Und wir schalten was Neues frei. Was ist es? Der Lock. Ah, seht ihr? Es wurde nirgends angezeigt. Wir schalten jetzt einfach den Lock frei und bekommen noch zusätzlich aus der Kiste Magierfragmente. Und dadurch, dass wir Tony the Trader beschützt haben und er nicht gestorben ist, haben wir jetzt auch seinen Shop freigeschaltet. Finde ich ganz cool, dass das jetzt alles wirklich so eine zusammenhängende Story ist. Da haben die sich schon gut was überlegt. Und so sieht der Shop aus. Wie gesagt, im Shop die Werte, die machen noch nicht ganz viel Sinn. Ich denke nicht, dass es so bleiben wird. Da steht zum Beispiel, dass du mit 4.100 Gems nur 6.000 Gold bekommst. Ich denke, das wird sich noch ändern, weil im richtigen Spiel ist es ja ganz, ganz anders. Und hier kriegen wir auch schon unser erstes Magical Item. Und ein bisschen Free Gold. Das ist schön, da können wir nämlich unseren Archer jetzt hochmachen. Und damit haben wir die erste Truppe dann schon auf Level 2. Magier können wir noch nicht auf Level 2 machen. Wir haben halt die Rune. Die müssen wir uns auch nochmal eben aktivieren. Haben wir vorher noch gar nicht gemacht. Und hier seht ihr die nächste Insel. Und in der Sidequest gibt es sogar einen ganz geilen Crate. Also gibt es sogar eine ganz geile Belohnung. Ein Item-Fragment. Kann man immer gebrauchen, also die Sidequests am Rande unbedingt immer machen. Es ist wieder der Tony the Trader Modus. Magier-Rune kickt rein. Jetzt ist Tony ganz vorne, ist natürlich schlecht, wenn die Kanone schießt. Deswegen einmal Tony zurückswappen. Wir wollen ja nicht, dass Tony was passiert, Freunde. So, let's go. Wir kriegen Item-Fragmente. Und das gibt es halt ein paar Mal. Hier kriegen wir noch Runen-Fragmente. Überspringen wir jetzt mal. Aber auch hier gibt es natürlich wieder den Daily Dungeon. Also es macht auf jeden Fall Sinn, Sidequests zu machen. Auf Level 3.3 erwartet uns ein geiler Modus. Da ist nämlich der erste Spielmodi, wo es Barracks gibt. Ist quasi auch ein Sondermodus, würde ich behaupten. Hier kriegen wir Refills im normalen Modus. Also eigentlich ganz geil. Wir questen normal und kriegen noch Refill-Hütten.
Besser geht's eigentlich gar nicht. Ich meine, leider ist die jetzt nicht viel schwerer als sonst. Ich meine, wir haben jetzt die Minenwerfer dabei. Trotz allem, mit Refill-Hütten ist ein nettes Gimmick, auf jeden Fall. So, wir nehmen Barbaren. Magier, solche Prinzen rein. Wir nehmen wieder Barbaren. Barbaren sind gut. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber Barbaren sind seit dem Update echt nicht schlecht. Immer wieder haben wir auch diese Dinger hier dabei. Wie heißen die? Target-Dummies. Ich weiß gar nicht, wie lange man die dabei hat. Die können halt eigentlich nichts. Und der schöne Barbaren-Kombi zum Ende hin. Level 3.5 ist dann wieder ein besonderes Level. Wir kriegen wieder eine Kiste und wir spielen nur mit drei verschiedenen Einheiten, mit Barbaren, Magier und Prinzen, was es echt knifflig, aber auch cool macht, dass es solche Spielmodis gibt. Ich meine, gut, Baba-Start, müssen wir nicht drüber reden, ist halt jetzt mal mega lucky. Und dann noch Barbaren-Kombi am Start. Ja, Digga, besser hätte man gar nicht anfangen können. Gehen wir rein mit Magier. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir die Loks noch haben. Reicht ein Magier? Leider nein. Loggen oder nicht loggen, ist hier die Frage. Ich würde sagen, nicht loggen. Machen wir so. Aber dann gehen wir mal mit Prinzen rein. Aber jetzt können wir den Lock nehmen. So, schönes Ding. Was schalten wir frei? Das Barbaren-Item gibt es hier anscheinend. Das ist definitiv ordentlich Progress. Mit dem Barbaren-Item machen unsere Barbaren auf jeden Fall einiges an mehr Schaden. Und damit sind wir jetzt mal bei einer Single-Stage angekommen. Die haben ja damals im Game schon immer richtig Bock gemacht. Und so ist es jetzt auch. Gibt es immer noch. Finde ich geil. Single-Stages waren immer schon am geilsten damals. Richtig viele Gebäude auf dem kleinen Fleck. Aber auch die ist super machbar. Wir haben noch Swappies. Lasst uns eine Archer-Kombi swappen. Und damit haben wir die auch schon fast. Ah, Barbaren-Item regelt das Ganze mal eben. Und zu guter Letzt erwartet uns am Ende der dritten Insel und auch am Ende der ersten Region wieder der Goblin King. Und zwar der zweite Goblin King. Der gibt uns wieder ein Crate. Ich bin gespannt, was es denn wird. Vielleicht ein neues Item für den Prinzen vielleicht. Oder eine Rune für den Prinzen. Lasst uns gegen den Goblin King kämpfen. Interessanterweise müsst ihr erst eine Stage clear, bevor ihr gegen den Goblin King kämpfen dürft. Ich denke, es ist smart, das mit Magier anzugehen. Oh, Digga. Das sieht schon nicht so gut aus. Wir nehmen einen Lock. Und ja, ich glaube, die Barbaren-Kombi lässt sich wohl sehen. Er steht perfekt. Wir loggen die Mauer auf, damit die Prinzen auch noch bessere Value haben. Wir loggen nochmal. Und damit haben wir ihn mit zwei Kombis kaputt gemacht. Perfekt, besser geht's gar nicht. Ich hatte erst ein bisschen Panik. Was schalten wir frei? Den Goblin! Und damit sind wir jetzt auch offiziell in Region 2. Region 1 ist abgeschlossen, waren nur drei Inseln. Wir gucken uns gleich mal eben kurz an, was wir in der Collection haben. Aber vorher haben wir die Clanliga freigeschaltet. Aber keine Panik, wenn wir in einem bestehenden Clan sind, dann haben wir die Clanliga normalerweise schon vorher. Weil sobald wir in einem Clan drin sind, was wir halt vor dem Update all waren, sollte das Feature mit den Clans direkt drin sein. Ach, was ist das denn hier für ein Clan? Psy-Clan, direkt mal rein. Oh, mein Clan bleibt in Legendary 1. Kriege ich auch direkt eine Belohnung für. Das ist eigentlich ganz geil, dass wir dann auch direkt Belohnung kriegen, ne? Dadurch, dass wir ja die Clanliga vorher schon gespielt haben. Da weiß ich allerdings nicht, wie es im richtigen Spiel ist. Ob das da genauso ist, dass man dann immer noch in Legendary 1 steht oder ob die Clans sich auch erstmal einzeln hochkämpfen müssen. Unsere Collection sieht halt wie folgt aus. Wir haben sogar noch 900 Gold. Das bedeutet, dass wir mal eben kurz den Wizard auf Level 2 machen. Den Goblin können wir auch direkt auf Level 2 machen. Haben wir noch 300? Und machen wir den Quickbau hoch. Da brauchen wir ja gar kein Gold für. Aber so sieht's aus. Wir haben schon drei Einheiten auf Level 2. Haben drei Runen freigeschaltet und zwei Items. Das ist schon ganz geil. Man macht gut Progress. Insgesamt habe ich jetzt ungefähr 40 Minuten gebraucht für die drei Inseln. Natürlich auch mit ein bisschen dummes Zeug labern nebenbei. Und ein bisschen überlegen, wie ich das Ganze jetzt gut fürs YouTube-Video rüberbringe oder so. Ich denke mal, da kannst du noch so 10 Minuten abziehen. Ich glaube, wenn du gut Gas gibst, dann schaffst du es so in 35 Minuten. Allerdings habe ich nicht alle Sidequests gemacht. Die Zeit kann man dann wieder draufrechnen. Also in einer guten Stunde, Digga, mit allen Sidequests bist du durch. Dann sieht dein Account natürlich aber auch schon wieder viel besser aus als meiner jetzt, wenn du alle Sidequests machst. Also ist eigentlich ganz gut für die drei Inseln, würde ich mal sagen. Wir als alte Clash Quest-Profis kennen das Spiel und brauchen natürlich auch nicht so lange wie ein neuer Spieler. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, meine Freunde, und ich konnte euch einen guten Einblick in die erste Region geben. Region 2 kommt dann nochmal in einem extra Video, wahrscheinlich dann morgen, und Region 3 dann übermorgen.
nehme ich an. So werden wir es machen. Am Wochenende gibt es dann halt wie gesagt noch die Gem-Videos, wie weit ihr mit euren 75k kommt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye, euer Zeit.